Meditation 2. Die Psyche und der Körper sind ein in sich verknüpftes System, das nicht voneinander trennbar ist. Stimmungen oder Themen, die jeden Menschen mal mehr, mal weniger beschäftigen, unangenehme Situationen oder lebenswichtige Entscheidungen beeinflussen daher auch das Essverhalten. Bei diesem Programm ist es mir ein Anliegen, dich zu unterstützen, deinen Fokus darauf zu legen, dass du deinem Körper etwas Gutes tun und ihm liebevoll begegnen möchtest, um glücklich zu sein. Sich ab und zu etwas zu gönnen, ist vollkommen in Ordnung und gehört zu einem ausgeglichenen Leben dazu. Aber wenn man seinem Körper maßlos mit nicht wertvollen Lebensmitteln oder Getränken füttert, dann ist diese Ersatzbefriedigung wie eine Ablenkung, um die tatsächlichen Themen zu verdrängen. Es ist wie eine Selbstüberlistung, um den wahrhaftigen Aufgaben nicht ins Auge blicken zu müssen. Bei der Entwicklung dieses Programms liegt es mir am Herzen weiterzugeben, dass du es in deiner Hand hast, das Bewusstsein zu schaffen, dass dein Körper und dein Geist eine Einheit sind. Du hast in diesem Leben nur diesen einen Körper, den du beschützen solltest, wie du dein Kind oder etwas, das du besonders wertvoll findest, beschützen würdest. Wie viel Selbstachtung, Wertschätzung dir selber gegenüber ist in dir? Fühle von innen nach außen. Es ist Zeit für neue Gewohnheiten und eine neue Realität. Um ein Ziel anzuziehen, musst du bereits auf dieser Ebene fühlen, auf der das gewünschte Ergebnis schon da ist. Stell dir vor, wie wohl du dich fühlst, wie wohl sich dein Körper anfühlt, wenn du dein Ziel erreicht hast. Betrachte dich in diesem zukünftigen Bild selbst und frage dein Herz, wie schön es sich anfühlt, wenn du erreicht hast, dir und deinem Körper Gutes zu tun. Brenne für dieses Ziel. Diese Vorstellung entfacht ein Feuer der Freude ganz tief in dir. Dein Herz bejubelt deinen Willen, dir und deinem Körper Gutes tun zu wollen. Führe diese Meditation nun durch mit der Liebe zu deinem Körper, mit dem Gefühl, dein Herz zu erfreuen. Nimm eine bequeme Sitzhaltung ein, leg deine Hände in deinen Schoß oder entspannt auf deine Oberschenkel. Schließe deine Augen. Deine Schultern sind entspannt. Richte deinen Fokus auf deinen Atem. Dein Atem ist ruhig und fließend in deinem persönlichen Rhythmus. Wenn Gedanken kommen, lass sie einfach durch deinen Körper durchfließen. Lass sie los. Die heutige Zielsetzung ist: Ich brenne für mein Vorhaben. Wiederhole diesen Satz ein paar Mal in deinen Gedanken, um ihn zu manifestieren. Ich brenne für mein Vorhaben. Wenn in der folgenden Meditation ein Gedanke aufkommt, der nicht zu deinem Körper oder zu deinem Wohlbefinden gehört, dann wiederhole in deinen Gedanken diesen Satz, um dein Ziel zu fokussieren und alles andere loszulassen. Ich brenne für mein Vorhaben. Die Meditation startet mit einem Klangschallenschlag und endet mit einem. Fühle dein Herz. Fühle deinen wunderbaren Körper.
Langsam kommst du mit deinen Gedanken wieder hierher in den Raum. Vertiefe deine Atmung. Fließend in deinem Atemrhythmus tief ein- und ausatmen. Wenn du bereit bist, öffnest du langsam deine Augen. Schreib diesen Satz: Ich brenne für mein Vorhaben. Auf ein Blatt und platziere es in deinem Sichtfeld, zum Beispiel auf deinem Computer, Handy oder in der Küche, um ihn immer wieder in dein Bewusstsein zu holen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag im Einklang mit deinem Körper, deinem Herzen und deiner Zufriedenheit. Alles Liebe.